Hey ho, meine Lieben! Heute machen wir wieder was aus dem Harry Potter Buch. Und zwar, seht ihr das hier? Wir machen die Harry Potter Buttercremetorte. Nein, nicht wir. Schatzi macht die Harry Potter Buttercremetorte. So soll sie aussehen. Hier soll halt dann Michi dran stehen. So soll sie. Ja, genau. Vielleicht wird sie so aussehen, vielleicht wird sie besser aussehen. Wir werden sehen. Harrys Geburtstagstorte kam im ersten Teil vor, wo Hagrid in dieses einzelne Gebäude da mit einem Meer gekommen ist und einen Harry abgeholt hat. Soweit habe ich nämlich schon geschaut. Da kam die Torte vor. Gut, bei uns hockt sich keiner auf die Torte drauf, hoffe ich zumindest. Und ja, ich muss hier jetzt noch ein paar Zutaten einkaufen gehen. Das mache ich jetzt ja, ganz genau. Schnell. Du musst nur die Zuckerschrift holen. Lebensmittelfarbe, sonst gar nichts. Okay. Alles andere ist da. Gut, dann fahre ich schnell zum Shoppen und hoffe, dass ich wiederkomme, bevor Schatzi schon die halbe Torte fertig hat. Aber gleich dann im Anschluss geht es da drüben weiter. Ui, Schatz, was hast du uns da alles vorbereitet? Ich habe hergerichtet 320 Gramm Butter, 200 Gramm Schokolade, 8 Eier, 250 Gramm Zucker, einen Vanillezucker mit Prise Salz gleich drin. Dann haben wir hier 190 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver und 30 Gramm Backkakao. Okay. Gut. Als erstes schmelzen wir jetzt die Butter mit der Schokolade. Schatzi, die Schokolade, gibt es da noch eine Änderung zum Originalrezept? Ja, das ist eine Vollmilchschokolade, weil du ja keine Zartbitter magst. Haha, danke schön. Nur, ich bin doch bloß ganz kurz am PC gegangen. Das ging ja jetzt ganz schnell. Nicht daneben kleckern. Na, da bin ich ja gespannt, Leute, wie es weitergeht. Das ist jetzt für den Teig, oder? Ja. Aha, da ist schon die Rührschüssel und das Rührgerät vorbereitet. Die Eier hineinkloppen. Also ich kenne mich ja mit dem Backen absolut gar nicht aus, aber 8 Eier, das ist schon eine Menge, oder? Für so einen Teig. Ja, schon mächtig. Brauchst du eine größere Schüssel? Ich hab keine größere. Ui, das ist aber jetzt schön schaumig. Schön die Schokolade und die Butter mit reingekippt. Was war das jetzt? Ja, so kommt man nicht ganz hinein. Aber Leute, was sagt ihr dazu? So ein Schokokuchen lieber mit Zartbitter? Ja klar, mit Zartbitter, nichts anderes. Oder mit einer normalen Vollmilchschokolade. Das hat was mit der Farbe zu tun und das hat auch mit dem Geschmack zu tun. Also Geschmack, sag ich, ist normale Schokolade leckerer. Nein, ich glaube nicht, aber bei Sommerkuchen kommt eine Zartbitter-Schokolade immer besser. Okay. Weil es ist jede Menge Zucker drin und... Also hast du jetzt wirklich nur wegen mir die normale Schokolade genommen? Ich habe nur wegen dir die normale Schokolade genommen, jetzt hast du dir Zartbitter genommen. Okay. So Leute, jetzt habe ich den Anfang von dem, der Zugabe hier nicht mitgekriegt. Warum? Es hat geklingelt, weil ein Paket vom Big Tuck Barbecue gekommen ist. Damit hätten wir ja dann den Teig soweit fertig. Ja. Wie lang wird der jetzt noch? Fertig. Fertig? Ich hab gedacht, der muss noch ewig knurren. Dann hau ich ja die ganze Luft wieder raus von den Eiern. Ah ja, okay. Und ab in die Form. Also diese Ringe sind mittlerweile schon sehr praktisch. Einfach bloß die Folie unten runter, Ring draufgestellt, Teigmasse rein
Und gut ist, du Schatzi, warum habe ich dich noch nicht eingespannt zum Wände verputzen und so Sachen? Weil ich ein Busfahrer bin und so nicht. Du machst es aber gut. Nee, ich bin ein Busfahrer. Also beim nächsten Mal, wenn ich irgendwas zum Verputzen habe, hole ich dich dazu. Ja genau, finde den Fehler. Ich habe Dienststand im Tag. Das habe ich mir fast gedacht. Und da kommt er hinein. Für wie lange, bei wie viel Grad? Also bei 160 Grad. So, sag ich jetzt einmal so 30 bis 35 Minuten. Also ich schalte den jetzt erst einmal auf 20 Minuten ein, weil ich ja ohne Boden backe. Da braucht der Kuchen eigentlich immer ein bisschen weniger. Und nach 20 Minuten kann ich ja mal gucken. Okay. Weil verbrennen muss er ja. Gut, und ich tue das hier jetzt probieren. Wie früher. Warum lassen Mamis und Schatzis und Frauen allgemein die Männer immer das Zeug probieren? Ganz einfach, da wissen sie vorher schon, dass es lecker ist. Leute, ich sag's euch, der Taki, der Sauhund, der koordiniert seine Pakete immer so, dass sie genau kommen, wenn ich ein Video drehe. Also bleibt mir ja nichts anderes übrig, als auszupacken. Naja, dann werde ich euch mal zeigen, was ich mir Schönes, Leckeres dieses Mal beim Taki bestellt habe. Aber soll ich euch was verraten? Irgendwie ist das Paket verdammt schwer. So viel habe ich gar nicht bestellt. Okay. Also das gibt auf alle Fälle ein Auspackerle später erst. Darf ich ja nicht vorher. Vielen Dank, Taki, an dieser Stelle. Ja, und hier sind meine bestellten Sachen. Leberbrot, westfälische Art. Tja, das ist meine Leberwurst. Ich glaube, das war für die ersten Besteller. Bei Video rausgekommen, das letzte, und habe ich sofort bestellt. Dann Leberwurst, Hausmacherart. Tja, Schatzi! Ja, die wollte mich heute schon Leberwurst kaufen, schicken. Aber genau deswegen habe ich keine gekauft. Dann habe ich mir hier eine Knoblauchwurst mitbestellt. Schwarzwälder Art. Wieder die leckeren Landjäger. Und dann noch Zwiebelmettwurst. Oh, lecker. Tja, und hier ist meine Originalrechnung über das Zeug, was ich mir bestellt habe. Ganz normal im Online-Shop, ohne ja, irgendwelche Vergünstigungen. Muss auch nicht sein. Ich bin mit der Ware vom Taki nämlich absolut zufrieden. Und da kann man auch dafür löhnen. Tja, Schatzi, schau mal. Jetzt weiß, warum ich keine Leberwurst geholt habe. Also Leute, ich mache mal jetzt ein kleines Leberwurstbrötchen und das verkoste ich dann noch mit euch. Tja Leute, so viel zu dem Thema, ich mache mir ein Leberwurstbrot. Schatzi, du warst schon wieder schneller. Ja, wenn du so langsam bist, kann doch eh nichts dafür. Mit Frauen kann man sich sogar noch über Leberwurstbrote streiten. Schatzi, Brot, Leberwurst drauf, fertig. Ich sag, Butter muss da drauf. Du kannst doch Leberwurstbrot nicht mit Butter essen. Natürlich kann ich das. Und sogar noch mit Gurke oben drauf. Taki. Und da kommt demnächst nochmal eine Bestellung, nur für Leberwurst, glaube ich.
Die ist ja richtig lecker. Wir haben zuletzt hier eine Leberwurst mit Röstzwiebeln gehabt. Taki, vielleicht wäre das auch noch eine Idee für dich. Mal so eine Leberwurst mit Röstzwiebeln. Mhm. Gut, ich esse jetzt mal Brotzeit. Und nachher geht es dann mit dem Kuchen weiter. Oder der Buttercremetorte. Mhm. Was, da piepst was? Jetzt bin ich gespannt. Jawohl. Oh, lieber Gott. Der sieht mal richtig lecker aus. Der Stäbchentest. Ich glaube, dazu muss ich ja nichts sagen. Der ist aber noch nicht ganz fertig. Noch nicht ganz fertig? Okay. Nein. Dann halt noch ein bisschen Zugabe. Wie viel Verlängerung hast du dem jetzt gegeben? Wie lange war er insgesamt drin? Also der war insgesamt fast 40 Minuten drin. Okay. Weil ich denke, die Butter und diese Schokolade, das dauert halt einfach, bis das durchgebacken ist. Und bevor er zusammenfällt, kriegt er halt ein paar Minuten länger. Gut. Dann gehe ich mal jetzt davon aus, dass wir jetzt wieder etwas Pause haben, weil der erstmal abkühlen muss, oder? Mhm. Okay. Warte, ich helfe dir. So, Leute, weiter geht's mit der Buttercreme. Ja. Ja, 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 Schatzi, hast du da was aus dem Sally-Programm? Ja, und zwar die Buttercreme. Ja. Wie ganz viele Hausfrauen wissen, gekochter Pudding, Vanillepudding. Warte mal, lass mich das schnell abwiegen. Wir machen jetzt 1,5 Päckle davon. So. Wie ganz viele Hausfrauen wissen, für manche ist es ein Glück, für manche ist es ein Pech. Buttercreme ist einfach so eine Geschichte. Butter und Vanillepudding hat die gleiche Temperatur, dann flockt die ganze Mischte, dann lässt sich das nicht mehr verrühren, dann gerinnt sie. So. Dann nehme ich die von der Sally. Ja, Leute, das habe ich am Anfang auch nicht geglaubt, bis ich wirklich Dr. Google gefragt habe. Und da habe ich genau das gelesen, was Schatzi gerade gesagt hat. Und ja, deswegen habe ich diese, ja, sagen wir mal, fertige Buttercreme mitgenommen. Aber ja, ich sage mal, wenn es aus dem Sally-Programm ist, wird es auch nicht schlechter sein als selber gemacht. So, die lassen wir jetzt eine halbe Stunde stehen. Ja, und dann kommt die Farbe rein. Und dann, nein, dann kommt die weiche Butter rein. Ah ja, okay, Butter kommt doch noch hinzu. Ja, natürlich. Okay. Ja, wie du wagst es, den Kuchen zu halbieren ohne Cam? Ja, jeder wird wissen, wie mein Kuchen damit auseinanderschneidet. Also, das ist ja wohl. Ja, geht's jetzt schon weiter? Das weiß ich noch nicht. Oder kann ich die Cam wieder wegpacken? Ja, die Butter genau abgewogen. Kommt da jetzt mit rein und wird alle schön miteinander vermischt. Vollgas! Wir tun ein bisschen Buttercreme weg. Die wird nachher in grün gefärbt. Nachdem ich ja sowas noch nie gemacht habe, hoffe ich jetzt doch, dass dieses reicht für grün. Foto. Au! Also, schmeckt lecker. Schmeckt wirklich. Ich finde die Buttercreme richtig lecker. Ich auch. Muss ich echt sagen, bin ich jetzt angenehm überrascht, obwohl das am Anfang ganz komisch ausgeschaut hat. So, wo ist denn das Ding, wo sich bewegen lässt? Das ist da. Ha. Jetzt setzen wir da den rum. Und dann machen wir von der Hälfte, von dem, was da drin ist, die Hälfte. Streichen wir in die Mitte. Oh, das hätten wir aber jetzt auch einfärben können noch. Nein, das wird nicht eingefärbt. Und ich back die Torte und nicht du. Ich halte ja schon die Klappe. Ja, dann heißt wieder, ich bin die Böse. Wieso? Du hast doch eine Hose an. Ja,
Und? Also Leute, die Kommentare, wer hier die Hosen anhat, die kann man sich eigentlich auch streichen. Das ist klar, dass das Schatzi ist. Beziehungsweise die, wo solche Kommentare immer geschrieben haben, das sind wahrscheinlich die, was so richtig, richtig unterm Pantoffel stehen zu Hause. Oder was meinst du dazu, Schatz? Ich sag da gar nichts, weil es ist nun mal so, dass irgendeiner die Richtung angeben muss. Das ist auch so scheiß, da komme ich auch nicht rein. Soll ich da Maurerkelle holen? Nee, brauch keine Maurerkelle. Ich hasse so einen Scheiß, echt. Also das wird jetzt ordentlich verspachtelt. Also mit solchen Spachteln tue ich hinten auch immer die Autos spachteln. Zumindest so ähnliche. Da steht was drauf gedruckt. Von wo ist die? So. Zeig uns das mal. Fleischereibedarf. Ach so, okay. So, jetzt haben wir das in der Mitte schön verstrichen. Hilfst du mir, wenn ich mein Polo spachteln muss? Nein, du hilfst mir hier auch nicht. Doch, ich leiste dir moralische Unterstützung. Genau, finde den Fehler. So, wir haben das jetzt schön gleichmäßig, denke ich mal. Wir sind hier nicht beim großen Backen. Dann. Und dann. Kommt der Boden. Und den setzen wir drauf. Der Deckel. Der Deckel. Also gut, dann setzen wir den Deckel drauf. Und nun machen wir den Ring wieder weg. Wo ist meine Farbe? Meine rote Mini. Weiß ich nicht, wo du die hingeräumt hast. Ich habe 2 Päckchen eingekauft. Jetzt sieht man auch die Dicke von der Füllung. Geil. Erreicht. Ich habe sie gefunden. Bitteschön. Habe ich extra 2 Päckchen mitgebracht heute. Ah, da drüben geht's weiter. Rot. Sicher, was ist Rotes? Ah ja, es sieht rot aus. So einfach fährt man das ein. So Leute, jetzt kommen die Spachtelarbeiten und ich würde sagen, da lassen wir jetzt Schatzi ganz, ganz in Ruhe arbeiten und schauen uns dann ganz einfach das Ergebnis an, sobald es verspachtelt ist. Oder kann man schon sagen, verspachteln? Oder gibt es dafür Bäcker, Konditoren einen extra Begriff dafür? Keine Ahnung. Gut, dann verspachteln. Tjo, kleiner Zwischenstand. Sieht schon irgendwie cool aus so. Ja, mir gefällt das auch so besser wie glatt gezogen. Okay. Weil der Hagrid, jeder, der Harry Potter kennt, das ist eigentlich ein Grobmotoriker. Mir gefällt das jetzt so besser. Also mir gefällt es so eigentlich auch besser. Schön rustikal. Sehr geil. So, in die restliche Buttercreme die grüne Farbe reingemischt. Ja.
So, eine Tüte. Naja, dann bin ich halt mal der Tütenhalter hier. Schatzi, hast du schon gesehen, dass das Happy falsch geschrieben ist? Ja, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das jetzt mache. Ob ich das jetzt richtig schreibe oder ob ich das falsch schreibe. Das Bursty ist doch auch falsch geschrieben, oder? Ja, ja. Macht nichts, das ist halt eine Hagrid-Torte. Mann, jetzt war ich wieder zu langsam. Oh, Schatzi, das machst du richtig, richtig schön. Aber die ist hochkonzentriert. Lass uns sie erstmal fertig schreiben. Wow. Tja. Und wann schneiden wir die an? Gar nicht. Die wird jetzt eingefroren auf den 100. Das braucht viel zu viel Energie. Stell dir vor, du frierst das Ding jetzt wirklich 50 Jahre lang ein. Dann hast du irgendwann einmal einen Gefriertruhenfund. Tja. Leute. Ich würde mal sagen, weiter geht's dann mit dem Video, wenn wir die Torte irgendwann mal anschneiden. Juhu, es ist soweit. Ja, und Schatzi darf sie anschneiden, weil die kann das eindeutig besser als ich. Ich zapper mir schon ein. Ja. Juhu, ich darf meine Torte probieren. So, Freunde. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich darf meine Geburtstagstorte probieren. Ja, also ich kenne ja Buttercremetorten und so vom Bäcker und so. Da muss ich sagen, die waren nicht so lecker wie die hier. Also diese Buttercreme, die ist wirklich zu empfehlen. Ich bin froh, dass wir es so gemacht haben. Ich bin auch heilfroh, dass mein Schatz Vollmilchschokolade genommen hat und keine Zartbitterschokolade. Es ist einfach fantastisch. Hat mir sogar ein Geburtstagslied gesungen. So, Leute. Wer die Torte nachmachen will, ganz genau nachmachen will oder auch bloß so wie wir, dem sei dieses Buch nochmal empfohlen. Also wie gesagt, das war jetzt das dritte Rezept, was wir draus gemacht haben, Schatz. Ja. Das war jetzt das dritte Rezept, was wir draus nachgemacht haben. Hervorragend wieder gelungen. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit noch nicht das ganz letzte. 1, 2, 3 Rezepte werden da schon noch kommen. Und naja, ob ich jetzt noch ein Geburtstagsvideo mache, ob ich heute noch was grill, ich habe noch keine Ahnung. Aber das war jetzt meine Geburtstagstorte. Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Oh, ist die geil. Dazu noch einen guten Kaffee. Oh, einfach nur fantastisch. Ich auch. Thank you.